Dieser Mittagspause hier auf der Technology Stage der SPS Connect 2020 live aus Stuttgart. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind und wir starten direkt mit einem spannenden Fachvortrag. Thema wird jetzt sein, der digitale Zwilling für Sensoren als maschinenlesbare Datenquelle, Erarbeitung von auf Standards basierenden Sensorik-Teilmodellen für die Verwaltungsschale im ZVI-Arbeitskreis Industrie 4.0 in der Sensorik. Ja, und als Referenten darf ich gleich begrüßen Herrn Benedikt Rauscher. Er ist Leiter globale IoT Industrie 4.0 Projekte bei Peppel und Fuchs SE. In seinem Vortrag wird auf die Vorgehensweise des Arbeitskreises eingegangen, das erarbeitete generische Strukturmodell präsentiert sowie die aktiv betriebene Gestaltung von E-Class erläutert. Ich darf Sie jetzt herzlich begrüßen und direkt an Sie weitergeben, Herrn Benedikt Rauscher. Ja, vielen Dank für die einleitenden Worte. Ich darf Sie auch herzlich begrüßen da draußen, für mich nicht sichtbar im Äther oder vor den PCs. Und darf Sie begrüßen zu meinem Vortrag und möchte Ihnen die Arbeit oder auch die Ergebnisse des Arbeitskreises Industrie 4.0 in der Sensorik, wo wir uns mit der Gestaltung des digitalen Zwillings für Sensoren beschäftigen, näher bringen. Ja, Sensoren, ein weites Feld. Wir beginnen einmal damit, die klassische Sensorapplikation fing alles nicht bei Adam und Eva, aber dann doch letztendlich irgendwie bei der Dampfmaschine an. Da gab es einen Sensor zur Drehzahlregelung. Der hat letztendlich über solche Gewichte, die letztendlich die Fliehkraft ausgenutzt haben, die Drehzahl gemessen und über diese Drehzahl wieder ein Ventile gesteuert und damit verhindert, dass die Drehzahl sich unendlich steigert und die Maschine außer Kontrolle gerät, sodass dieser Sensor letztendlich in einem Regelkreis tätig war. Die klassische Sensorapplikation. Als Regelungstechniker mag man da gern so dieses übliche Blockschaltbild haben, wo der Sensor hier angedeutet ist, der aus einem physikalischen Wert, in dem Fall eben der Prozesswert, die Drehzahl, bei dem Beispiel der Dampfmaschine, einen Wert ermittelt, einen elektrischen Wert. Dieser elektrische Wert wird mit einem Sollwert verglichen. Der Soll-Ist-Wert-Vergleich wird, das Ergebnis des Soll-Ist-Wert-Vergleiches wird einem Controller, also einem Regler zugeführt, der wiederum dann eine Stellgröße an den Prozess ausgibt, in diesem Fall an die Dampfmaschine und auf diese Weise dafür sorgt, dass hier eine Regelschleife geschlossen wird. Der Sensor als Signalquelle in einer Regelschleife, die klassische Anwendung. Und wenn man jetzt heute Sensoren so anschaut, die sehen natürlich unterschiedlich aus, haben verschiedene Farben. Das hängt von dem Hersteller ab, das hängt aber auch von den Anwendungsgebieten ab. Und der Sensor macht natürlich immer noch das, was er ursprünglich mal gemacht hat, als er erfunden wurde, nämlich aus einer physikalischen Größe einen Messwert generieren. Aber moderne Sensoren, die können ja nicht noch deutlich mehr. Moderne Sensoren haben eine Identität. Das heißt, sie heißen nicht mit Vornamen Sabine oder Peter, aber sie haben eine eindeutige Identifikation. Sie haben eine Seriennummer und sie haben eine Typbezeichnung und so weiter. Also man kann so einen Sensor eindeutig identifizieren. Und dieser Sensor generiert nicht nur einen Messwert, sondern er gibt auch Informationen aus oder Daten aus zu seinem eigenen Status, zu seinem Gesundheitszustand beispielsweise. So kann er beispielsweise ausgeben, wie viele Betriebsstunden er schon auf dem Buckel hat, wie man so schön sagt. Oder aber auch, ob er vielleicht verschmutzt oder degustiert oder so etwas ist. Das sind zusätzliche Werte, die zusätzlich zu den Messwerten auch noch in so einem Sensor anfallen. Und nicht zuletzt sind auch moderne Sensoren parametrierbar. Das heißt, sie sind auf Anwendungsfälle anpassbar. Man kann ihnen Parameter mitgeben und so die Einstellung des Sensors für verschiedene Applikationen anpassen. Oder wenn sich in einem Produktionsbeispiel oder in einer Produktionsanlage eine Chargenwechsel stattfindet, ein anderes Produkt produziert wird, was vielleicht andere Eigenschaften hat, dann kann man die Arbeit oder die Anpassung des Sensors in diesem Falle verändern, sodass er wieder optimal arbeitet. Das ist möglich, indem man Parameter an den Sensor schickt. Da sehen wir schon gleich, dass wir eine bidirektionale Kommunikation brauchen. Zum einen lesen wir Daten aus den Sensoren heraus oder wir schreiben welche hinein. Gut, so ein moderner industrieller Sensor
ist dann nicht mehr nur eine Signalquelle in einem Regelkreis, sondern letztendlich eine Datenquelle in einem Automatisierungsnetzwerk. Wir haben hier verschiedene solcher Datenquellen oder auch Senken, verschiedene Sensoren, aber auch Aktoren wie beispielsweise hier Ventile oder Motoren. Und eine der Anwendungen, die so einen Sensor in die für die so ein Sensor jetzt mit hineingezogen wird, ist zum Beispiel die Regelschleife. Das macht also immer noch das, was er schon immer gemacht hat. Eine der Anwendungen ist die Regelschleife. Aber es können weitere Anwendungen parallel laufen. Beispielsweise hier eine Anwendung zum Condition Monitoring, also zur Zustandsdiagnose der Anlage, kann der Sensor auch herangezogen werden. Oder aber auch ein Asset Management. Das heißt, dass man feststellt, welche Komponenten sind eigentlich in der Anlage verbaut. Sind das genau die, die auch projektiert waren? Sind das vielleicht andere? Da stellt man fest, ob ein Sensor mal ausgetauscht wurde und lauter solche Dinge. Das kann man alles hier feststellen. Die Informatiker nennen das dann eine As-Is oder eine As-Planned-Struktur, die miteinander verglichen werden kann und die dann dort weiter informationstechnisch verarbeitet. Jetzt haben wir hier ein Netzwerk angedeutet. Das kann natürlich auch eine Cloud sein. Das müssen nicht unbedingt physikalisch verbunden sein oder galvanisch verbunden sein, sondern diese Applikationen können auch in abgesetzten IT-Systemen in der Cloud stattfinden, müssen nicht unbedingt lokal direkt an der Maschine ausgeführt werden. Jetzt haben wir ganz viel über Sensoren geredet, von Adam und Eva oder der Dampfmaschine angefangen. Reden wir auch über die Daten, die über den Lebenszyklus des Sensors anfallen. Wir sehen jetzt hier erstmal die Instanzphase, das heißt die Phase, wo der Sensor bereits als physikalische Repräsentation, als physikalisches Produkt existiert. Da fallen diese Daten an, die wir eben gesehen haben, neben den eigentlichen Messwerten, Status, Identifikationsdaten, aber auch die Parameter, die dorthin geschickt werden. Das sind Daten, die während der Instanzphase des Sensors eine Rolle spielen. Aber vor der Instanzphase, sehen wir hier schon, ist die Typphase, wenn das Produkt oder dieser Typ überhaupt erstmal konstruiert wird und entwickelt wird. Da entstehen Merkmale, Merkmale wie Länge, Höhe, Breite oder Betriebsspannung oder lauter solche Dinge, die letztendlich Eigenschaften des Produktes beschreiben oder des Sensors beschreiben. Dokumente entstehen da. Im einfachsten Fall ein Datenblatt, wo die gesammelten technischen Daten draufstehen. Aber das können natürlich auch Zulassungen sein, irgendwelche EX-Zertifikate, ATEX-Zulassung oder auch eine CE-Konformitätsbescheinigung oder auch ein Manual, also eine Bedienungsanleitung, die den Umgang mit dem Produkt beschreibt und die letztendlich für alle Instanzen dieses einen Types gilt. Und last not least, es gibt nicht nur Dokumente und Merkmale, sondern auch Files, also Dateien, die schon in elektronischer Form oder in digitaler Form vorliegen, beispielsweise Firmware-Updates für so ein Produkt oder ein Funktionsbaustein, der in einer Speicherprogrammierungssteuerung dann verwendet wird oder ein sogenannte Device Description, die also sämtliche Eigenschaften so eines solchen Produktes beschreibt und informationstechnisch verarbeitbar macht. Und also hier einen ganzen Sack voll Daten, die über so ein Produkt im Laufe des Lebens, über den Lebenszyklus hinweg anfallen und die mit dem Produkt oder mit dem Asset, mit dem Sensor, mit dem physikalischen Gerät verknüpft sind. Um in der Industrie 4.0-Technologie oder Terminologie zu bleiben, da spielt das RAMI, das Referenzarchitekturmodell 4.0, was jetzt hier dort abgebildet ist, eine große Rolle. Das ist letztendlich die Weiterentwicklung oder die Einordnung der klassischen Automationspyramide in Industrie 4.0. Industrie 4.0 beschreibt nicht nur einen Augenblick, wie es die Automationspyramide hier angedeutet auf dieser Achse darstellt, erweitert noch um das Produkt selbst und um die Connected World, also die Umgebung, was so drumherum stattfindet, sondern das RAMI beschreibt das Leben oder die Daten, die Einordnung dieses Produktes über den gesamten Lebenszyklus. Also von der ersten Idee bis hier zur Verschrottung im Extremfall werden alle Vorgänge mit diesem Produkt beschrieben und können hier in dem RAMI eingeordnet werden. Und auf der
Y-Achse hier sehen wir die informationstechnischen Layer und da auf unterster Ebene natürlich die physikalische Einheit und oben drüber dann die digitale Repräsentation. Also wir haben hier unten ein physikalisches Asset, letztendlich das Produkt selbst, diesen Sensor hier beispielsweise und darüber seine Verwaltungsschale. Da haben wir auf Deutsch einen sehr, sehr sperrigen Ausdruck, die Verwaltungsschale. Auf Englisch hört sich es ein bisschen eleganter an, Asset Administration Shell, abgekürzt AAS. Das ist letztendlich die Schale oder die Repräsentation, die oder auch der digitale Zwilling, wo letztendlich alle Daten, die dieses Produkt beschreiben, enthalten sind. Und dieses beides zusammen, sowohl das physikalische, die physikalische Einheit als auch der digitale Zwilling zusammen oder die Verwaltungsschale zusammen, wird dann als Industrie 4.0-Komponente betrachtet. Ohne die Verwaltungsschale ist so ein Stückchen Elektronik hier oder ein Stückchen Metall keine Industrie 4.0-Komponente, sondern es wird diese Verwaltungsschale benötigt, die letztendlich alles das beschreibt. Das hört sich jetzt erstmal gar nicht so neu an und ist auch zum großen Teil schon vorhanden. Aber was wichtig ist, ist, dass da standardisiert wird. Denn erst wenn die Verwaltungsschalen von verschiedenen Produkten verschiedener Hersteller gleich aufgebaut sind oder zumindest nach einer gleichen Struktur aufgebaut sind, kann man damit arbeiten, können Maschinen letztendlich damit arbeiten. Heute ist es so, dass das Datenblatt eines jeden Herstellers unterschiedlich aussieht und man muss sich da mühsam drin zurechtfinden. Das wird alles manuell gemacht. Da sitzt dann der Projektierer drin und sucht sich die Daten raus, die er braucht, die so einigermaßen logisch angeordnet sind, natürlich nach einer ähnlichen Struktur bei allen Herstellern, aber nicht wirklich identisch. Und das heißt, ein System, ein in Anführungszeichen dummes Automatisierungs- oder dummes IT-System kann diese Arbeit nicht übernehmen. Damit dieses auch möglich ist, damit man dort auch maschinenlesbar diese Daten verarbeiten kann, ist eine Struktur nötig für die Verwaltungsschale, für den digitalen Zwilling. Die wurde festgelegt in verschiedenen Papieren, sind hier so ein paar aufgeführt, in Details der Admin, der Verwaltungsschale oder Verwaltungsschale in der Praxis. Die VDE 2770 beschreibt die Dokumentation, wie Dokumentation aufgebaut ist und in welcher Art Teile da alle verfügbar sein müssen. Und das sind alles sogenannte Teilmodelle oder Submodels für die Verwaltungsschale. Man hat das einmal zum Beispiel hier dieses Teilmodell Identifikation, das aus verschiedensten Merkmalen besteht. Das ist im einfachsten Fall der Herstellername, der Produktname, aber auch die Seriennummer und die Internetadresse des Herstellers und was da noch an verschiedenen Dingen festgelegt worden ist. Dann gibt es ein Teilmodell, über das sehr viel in letzter Zeit berichtet worden ist, weil da große Fortschritte gemacht worden sind. Das ist das Teilmodell digitales Typenschild, das man festgestellt hat oder einen Anwendungsfall der Verwaltungsschale darin sieht, die Identifikation oder alles das, was man bisher auf ein Typenschild aufgedruckt oder reingeschlagen hat, dass man das in digitaler Form bereitstellt und in digitaler, standardisierter Form und auf diese Weise die Möglichkeit hat, auch bei sehr kleinen Produkten, die wenig Fläche zum Aufdrucken von irgendwelchen Zeichen bieten, man dort viel mehr unterbringen kann in digitaler Form, als man das bisher konnte. Weiteres und Teilmodell geht es dann um Dokumentation und drittes schließlich um die technischen Daten. Ja, wie ist jetzt so ein Teilmodell aufgebaut oder besteht letztendlich auf Merkmalen? Ein Merkmal ist hier in diesem Falle Schaltabstand gleich 20 mm. Ist jetzt eine Aussage, steht das mal so im Raum. Damit maschinenlesbar was anfangen können, müssen wir dazu verschiedene Dinge beachten. Zum einen Namen. Es sollte Namen in verschiedenen Sprachen geben, weil Switching Distance versteht man nicht überall. Und deshalb sollte man das in verschiedenen Sprachen angeben. Man braucht eine Logik, ist gleich, größer, kleiner und so weiter. Und man braucht den eigentlichen Wert, der dann dahinter steht, natürlich, um eine Aussage zu treffen und letztendlich auch eine Einheit, in der das Ganze gemessen wird. Und damit das Ganze jetzt elektronisch verarbeitet werden kann, gibt man diesem Merkmal einen sogenannten Identifier, eine weltweit eindeutige Bezeichnung, wo dann letztendlich dieser Name, die Logik und so weiter dahinter stehen und auch die zulässigen Werte, damit man das eindeutig wiederfindet und damit arbeiten kann. Und das Ganze zusammen ist dann ein Merkmal.
Jetzt sieht man hier, dass da Dinge wie diese Namen auftauchen und auch so ein Identifier. Und das ist jetzt eine große Zuordnungsaufgabe, diese Sprache. Letztendlich kann man das sehen als wie in einer Sprache. Man hat ein Vokabular und man hat eine Syntax, eine Regel, wie Sätze aufgebaut werden, wie die Sprache aufgebaut wird, wie die Worte zueinander verknüpft sind. Und das ist die Grammatik für Industrie 4.0, die jetzt verschiedene Wörterbücher braucht. Wörterbücher sind da beispielsweise von der IEC, das CDD, das Common Data Dictionary, das die letztendlich die Produktstandards, die, wo die Produkte genormt sind, wiedergibt und daraus entstanden ist. Und ICLAS, ein Verein, der im Gegensatz zum IEC eine Infrastruktur zur Verfügung stellt, um diese Merkmale zu pflegen, sprich neue Merkmale hinzuzufügen oder sie anders zu gruppieren und sie den Anforderungen an Industrie 4.0 anzupassen. Deswegen ist ICLAS das bevorzugte Wörterbuch, was jetzt hier verwendet wird in Industrie 4.0. Ja, hier sieht man mal als Beispiel das Common Data Dictionary. Da sieht man, dass es so verschiedene Klassen von Produkten gibt. Und ähnliche Klassen gibt es dann in E-Class. Da kommen wir gleich drauf. Die E-Class ist jetzt, gehen wir nochmal auf die nächste Folie, sieht man dann, hier sind diese Gruppen in E-Class. E-Class ist so aufgebaut nach Segmenten, Hauptgruppen, Untergruppen und dann jeder einzelnen Gruppe sind dann wieder Merkmale zugeordnet. Das ist momentan die Gruppe 2727, das spricht binäre Sensorik, sicherheitsgerichtete Sensorik. Die sind in der Gruppe 2727 organisiert. Da gibt es eben diese verschiedenen Typen und denen wiederum sind Merkmale zugeordnet. Sie müssen das jetzt nicht alles lesen. Ich kann es gar nicht lesen. Bei Ihnen ist es vielleicht ein bisschen größer, macht aber nichts. Es sind ganz, ganz viele Merkmale, die mehr oder weniger auch historisch da gewachsen sind. Und dass wir jetzt im Arbeitskreis Industrie 4.0 vor dem Problem standen, das irgendwie zu ordnen und da eine generische Zuordnung zu finden. Das haben wir gemacht, indem wir diesen generischen Ansatz gewählt haben. Wir haben versucht, einen Sensor generisch zu beschreiben. Ein Sensor hat immer hier ein Element, das letztendlich die Physik umsetzt in eine elektrische Größe und Ausgänge, entweder Schaltausgänge, wie wir hier oben sehen, oder Analogausgänge oder auch weitere Ausgänge, die vielleicht auch mal Eingänge sein können, um den Sensor jetzt zu kontrollieren. Es gibt dann eine Kommunikationsschnittstelle, wie beispielsweise IO-Link oder ASI oder CANopen, mit der mit dem Sensor kommuniziert werden kann. Und natürlich braucht der Sensor eine Stromversorgung. Und manche haben auch noch Bedienelemente, wie hier diese schöne 7-Segment-Anzeige oder verschiedene Taster und so weiter. Und das sind letztendlich die Elemente, die so einen Sensor ausmachen. Und die haben wir jetzt dann abgebildet in E-Class Advanced, wo einem solche Strukturen zur Verfügung stehen. Hier exemplarisch mal aufgeführt die Stromversorgung. Stromversorgung haben wir hier. Stromversorgung, es gibt dann eine Anzahl, eben das ist eine Kardinalität, nennt man dann. Das heißt, es kann verschiedene Stromversorgungen bis zu 3 Stück geben. Und dann kann man eben angeben, wenn dieser Sensor beispielsweise nicht nur mit DC, also mit Gleichspannung versorgt werden kann, sondern auch mit Wechselspannung 60 Hertz, Wechselspannung 50 Hertz oder auch mit 50 oder 60 Hertz oder auch mit allen diesen Spannungen. Und das kann man dann hier angeben und kann dann eben dort minimale und maximale Werte und typische Stromaufnahmen dafür angeben, sodass man da eine klare Struktur hat. Ähnlich ist es jetzt hier mit dem HMI, mit dem Bedieninterface. Da wurde das vereinfacht. Es gibt eben, wie viele Anzeigen gibt es da, wie viele Displays, wie viele Kontrollelemente, also Druckknöpfe, Drehschalter, Dip-Switches, was es da noch für lustige Sachen alle gibt. Und das wird hier beschrieben und geht dann in die Struktur in E-Class ein. Sodass man dort dann eine ganze Reihe von Merkmalen hat, die in verschiedenen Gruppen dort dann angeordnet sind und die und in verschiedenen Gruppen so gruppiert sind und für die es Merkmale oder solche IDs, also das heißt Abbildungen, sowohl im IEC, CDD als auch in E-Class gibt. Und wir haben jetzt im Arbeitskreis uns hingesetzt, aha, was gibt denn die Norm her? Was gibt E-Class dafür her? Die gelben Punkte sind dann Lücken, sowohl in der einen als auch in der anderen Seite und haben es dann gesagt, das wollen wir mal aufräumen und dort
dann entsprechend einheitliche Darstellungen schaffen. Das ist einmal hier die gemein, die Entschuldigung, nochmal so kurz zurück. Das sind nochmal die Merkmale, die allgemein sind, die für alle Sensortypen, alle Repräsentationen gleich sind. Und dann gibt es natürlich für die unterschiedlichen Produktgruppen wie kapazitive Sensoren, Ultraschallsensoren und so weiter noch spezifische Merkmale, die dem angeführt werden. Und so arbeiten wir daran, ein Teilmodell für die Sensorik zu generieren oder zu standardisieren, ein Teilmodell für den digitalen Zwilling. Und da muss es natürlich eine Organisation geben, die sich um diesen digitalen Zwilling kümmert. Und zwar nicht nur um unseren, den wir jetzt in diesem Arbeitskreis hergestellt haben, sondern um für alle Produkte, die man sich so vorstellen kann, die gebraucht werden. Und dafür wurde die Industrial Digital Twin Association, die IDTA, gegründet vom VDMA, dem ZVI und der Plattform Industrie 4.0 und dem Bitkom, eine Benutzerorganisation für dieses Ökosystem, für den digitalen Zwilling, wo hier natürlich auch wieder E-Class repräsentiert ist, das Standardization Council, die OPC Foundation und jeder, der Interesse daran hat, andere internationale Gruppen natürlich auch, damit das nicht ein nationaler Alleingang wird. Als ein Beispiel für so einen digitalen Zwilling mal vorzuführen, gibt es inzwischen hier ein schönes Programm, den sogenannten AISX Package Explorer. Das ist ein Programm, in das man einen solchen digitalen Zwilling, eine solche Datei, das ist letztendlich eine ZIP-Datei, hineinladen kann und sich dann einfach mal anschauen kann. Da wie im Internet Explorer, da mal ein bisschen durchbrausen kann, sich verschiedene Dinge anschauen. Hier beispielsweise, welche Merkmale sind denn jetzt hier in diesem Teilmodell technisches Datenblatt angeführt und wie sind die gruppiert, was steht da so alles drin und auch welche Identifier, sprich welche eindeutigen Identifier dem diesen Wert zugeordnet sind und auch welcher Wert dort eingetragen worden ist. Dieses Programm ermöglicht es dann auch, beispielsweise hier so ein vollkommen Typ oder Hersteller neutrales Datenblatt zu generieren. Das sieht also bei allen Herstellern gleich aus. Hier wird natürlich das Logo des jeweiligen Herstellers eingeblendet, was auch Teil des digitalen Zwillings ist. Und diese Daten, die hier dann alle gleich sind, sodass auch eine Maschine ein solches Datenblatt lesen kann. Das soll dieses Produkt, dieses Programm der ASX Package Explorer demonstrieren. Ja. Der Arbeitskreis Industrie 4.0 in der Sensorik hat inzwischen 17 Sitzungen absolviert, hat die eindeutigen Standards identifiziert, diesen generischen Ansatz, den ich Ihnen vorhin gezeigt habe, erarbeitet, Taskforces gebildet, E-Class 2727, um bei E-Class dort in Anführungszeichen aufzuräumen oder E-Class den Anforderungen der Sensorik dort anzuführen, hat eine Taskforce ASX gebildet, um digitale Zwillinge, Beispiele für digitale Zwillinge zu erarbeiten und die bereitzustellen für Komponenten von verschiedenen Herstellern. Die verschiedenen Hersteller, die in dem Arbeitskreis aktiv sind, sehen Sie dort unten aufgeführt. Wir sind offen, wir freuen uns über weitere Mitarbeit. Also wer da ein Interesse hat, soll sich gerne bei mir melden oder beim ZVI, beim Herrn Zimmermann oder dem Herrn Billmann oder auch mir persönlich. Ja, damit bin ich bei der letzten Folie angekommen und stehe noch gerne für Fragen zur Verfügung, wenn denn welche da sind. Herzlichen Dank, Herr Benedikt Rauscher. Wir haben sehr gerne Ihren Ausführungen gelauscht. Sie haben ein klein wenig überzogen. Wir haben jetzt leider keine Das tut mir Zeit leid. mehr für unser wunderbares Q&A, aber es gibt natürlich die Möglichkeit, für alle, die jetzt noch eine Frage haben, über Slido Ihnen die Frage direkt zu stellen, direkt zukommen zu lassen. Also daran wird es nicht scheitern. Nur jetzt können wir es leider nicht mehr unterbringen. Aber herzlichen Dank, Herr Benedikt Rauscher, für Ihre Ausführungen. Ja, und wir sind hier zurück in wenigen Sekunden. Es gibt einen ganz kleinen Break und dann heißt es: The topic now is how IO-Link Wireless is transforming wireless factory communication. Das in wenigen Sekunden.